Jetzt weg die Mittel. Mit Rot-Weiß Essen spielten wir beim FC Köln noch in der Radrennbahn, nicht im Müngersdorfer Stadion. Und ich weiß nicht, ich habe da ein ziemlich schlitzohriges Tor gemacht. Und da war der Heinz Simmet wohl so sauer auf mich, weil ich dann gesagt habe, ja, da musst du ein bisschen besser aufpassen oder was, da musst du mich richtig decken. Sodass er dann wirklich die kompletten, ich weiß gar nicht, 60 Minuten oder 70 Minuten permanent nur hinter mir hergelaufen ist und hat einfach drauf gewartet, dass er mich vielleicht mal auf die Aschenbahn treten konnte. Ein Simmet oder ein Fersen oder ein Werner Lorand zum Beispiel, das waren schon knallharte Hunde. Auch so wie er jetzt als Trainer, so war er auch am Platz. Sie haben sie nichts geschenkt. Aber ich kann nicht sagen, dass sie jetzt absichtlich unfair waren. Aber sie haben ihr Spiel gemacht und wir als Spielmacher, wir haben unser Spiel gemacht. Und ich sag mal ganz einfach auf Deutsch, wer lässt sie vielleicht gerne verarschen? Wir waren die Filigrantechniker und die waren diejenigen, wo es zur Sache ging. Ich sehe noch, wie auf einmal hinter mir, es war nur so ein Zucken, wie der Persisch von hinten ankommt. Und ich glaube, der wollte mir damals so die Beine kaputt treten, konnte hochspringen. Mir ist zum Glück nichts passiert. Normalerweise hätte ich dann nie mehr Fußball gespielt. Damals hat es geheißen, deine 1-gegen-1-Situation, die musst du für dich gewinnen. Wenn nicht, hast du ein Problem. Das war Kalli Feldkamp sein Spruch immer. Ja, 1-gegen-1-Situation als Abwehrspieler, die musst du gewinnen. Und natürlich hast du als Abwehrspieler, war es dir damals am liebsten, wenn Stürmer Angst und Respekt vor dir hatten. Ja, und wenn wir in Kaiserslautern zu Hause gespielt haben, zum Beispiel Rudi Völler oder Karl Rummenigge, die hatten immer Respekt gehabt vor mir. Weil sie genau gewusst haben, ist eine gewisse Härte im Spiel. Wir haben in Kaiserslautern, wie es so schön heißt, keine Gefangenen gemacht. Der Betzenberg ist seinem legendären Ruf treu und für andere Mannschaften eine schier uneinnehmbare Festung. Klaus Toppmöller ist lange Zeit einer der Top-Stürmer der Kaiserslauterner Mannschaft, die Ende der 70er Jahre mit einer hervorragenden Mannschaft regelmäßig in den UEFA-Cup-Rängen der Liga spielt. Man kriegt auf die Socken, man ist immer im Getümmel, im Geschehen mit drin, da wo es brennt, wo es wehtut. Und mir hat das unheimlich Spaß gemacht, sich im Männerkampf 1-gegen-1 hier durchzusetzen, intelligenter zu sein, wie ich meinen Jungs immer sage, die sind intelligent, spielen Fußball, einer will den anderen reinlegen, wer legt wen rein und hier die Zweikämpfe zu gewinnen, schneller zu antizipieren bei den Bällen, das war immer eine riesen Herausforderung, wenn man es da auch Top-Gegner hatte, ich bin mit dem Dietmar Jakobs von Hamburg, bin ich fast nie klargekommen, der hat immer so ein Grinsen auf den Lippen und hat dann gestoßen, festgehalten und geschoben. Mit dem einen oder anderen wie Schwarzenbeck, der ja damals Weltmeister geworden ist, bin ich sehr gut zurechtgekommen. Gegen ihn habe ich immer getroffen. Sandberg. Er harmoniert glänzend mit Riedel und der weiß, wo er hinzulaufen hat. Und dann kommt eine Maßflanke und die Münchner passen nicht auf. Wieder Toppmöller der Schütze. 4:3 für den ersten FC Kaiserslautern. Ja, da heißt es, sich warm anziehen. Fehler von Meier, Fehler von Beckenbauer. Wo bleibt Schwarzenbeck, der Bewacher von Toppmöller? Es war eine ganz tolle Zeit. Wenn man sich heute dann begegnet, ich war noch Trainer in Bochum, da kam der Horst Rubisch mal in die Kabine, sagte, weißt du noch, wie wir beide uns früh auf die Fresse gehauen haben. Wir sind Arm in Arm nach dem Spiel vom Platz gegangen. Das waren noch Kerle. Irgendwann sind die harten Kerle aber auch froh, dass energische Schiedsrichter das brutale Treiben auf dem Platz einschränkten. Herausragende Persönlichkeiten wie dem Oberhausener Wolf-Dieter Ahlenfelder gelingt es, sich in diesem Männerkampf geschickt durchzusetzen. Ich war eben ein Typ, der auf einen Spieler zugegangen ist und hat gesagt, pass mal auf, lass das sein. Oder zum Neues von Rot-Weiß Essen habe ich mal gesagt, es wird hier nicht mit Eisenbahnschwellen trainiert. Du trampelst gegen alles, was sich bewegt. Ja? Und wenn das noch einmal kommt, dann schmeiß ich dich raus. Haben wir uns verstanden. Aber bevor ich dich rausschmeiß, dann zeige ich dir nochmal gelb. Ahlenfelder, er war für mich heute der Allerbeste auf dem Spielfeld, energisch, mit viel Fingerspitzengefühl. Nur so kann man ein solches Derby, muss man ja schon sagen, gut über die Bühne bringen. Er verteilte 4 gelbe Karten, aber wie gesagt, für mich heute ein ganz überragender Schiedsrichter. Wenn du beim Ahlenfelder irgendwas, wenn er gepfiffen hat und es kam ganz einfach mal dieser Spruch, Idiot oder du Blinder, was hast du da schon wieder gehört? Es kam immer eine Nachfrage von Herrn Ahlenfelder. Was haben Sie gesagt? So, und wenn man es dann nochmal wiederholt hat, dann weiß man halt schuld. Dann hast du es auch nicht anders, verdient, runter zu gehen. Aber so, es war immer, er wusste genau, Spieler stehen unter einem gewissen Druck, er auch, aber eben bleiben wir menschlich dabei. Natürlich bin ich auch mit Paul Breitner mal aneinander gerasselt, der mal beim Vollbeilaufen sagte, Ahlenfelder, du pfeifst heute wie ein Arsch.
Und da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, Paul, und du spielst wie ein Arsch. Und wenn du das nicht glaubst, dann kannst du dir das gleiche Fernsehen angucken. Das Thema war dann zu Ende. Ne? Oder der Sepp Maier sagt, soll man mal einen machen? Ich spiele den Ball zu und du schiebst den dann zurück. Mensch, ich sage, mach keinen Blödsinn. Sag ich, ich habe schon genug immer Blödsinn am Hals, weil ich manche Sprüche auch losgelassen habe, die für einige DFB-Leute nicht so angenehm waren. Wo man dann vielleicht gesagt hat, der Einfälle nimmt das Regelwerk nicht ernst. Er ist ein Ruhrgebietsjunge. Er hatte auch während dem Spiel immer mal einen lockeren Spruch drauf. Ich kann mich an eine Szene erinnern, mal gegen Bayern München. Da haut mich einer weg. Ich weiß nicht mehr, wer das war, im Mittelfeld. Ich war so sauer. Und er merkte das. Ich wollte natürlich den Freistoß haben und Theater machen oben am Betzenberg. Und während das Spiel weiterlief und ich lief an ihm vorbei, da sagte er, für deine Schwäche kann ich doch nichts. Mit diesen Sachen hat er einem den Wind so aus den Segeln genommen. Ich fand ihn immer wirklich sehr sympathisch. Und dann hatten wir später ein Spiel gegen Hannover 96. Herr Einfelder kam und wurde schon mit tosendem Beifall vom Publikum empfangen. Und das Spiel ging so hin, es passierte nicht viel, aber plötzlich nach 30 Minuten pfiff er zur Halbzeit. Dann kam Höttges zu mir und sagte, Herr Einfelder, sieht's uns damals noch, es kann keine Halbzeit sein, mein Trikot ist nicht nass. Und dann schaute ich nach draußen und mein Linienrichterkollege, das war der Rüdiger Wuttke, nicht der Wuttke, der Fußballspieler von Schalke, und der machte dann immer so, dieses Zeichen, hieß also, du hast dich wohl vertan. Die Tribüne nahm schon 7:30 Stellung. Die ersten waren schon im Februar, da gibt es nämlich umsonst in Halbzeit was zu trinken. Die haben schon den ersten Cognac da vor Kasematuckelt, wie man so schön sagt, im Ruhrgebiet. Ja, ich habe dann gesagt, her mit dem Ball. Höttges hat gesagt, mach mal jetzt. Habe ihn hochgeschmissen, habe Schiedsrichter auftupfen lassen, nicht hochgeworfen, sondern auftupfen lassen. Schiedsrichter wollen und das Spiel geht weiter. Eine komische Hauptrolle in diesem Match spielte Schiedsrichter Ahlenfelder, was Bild am Sonntag zu der Frage veranlasste, ob der Schiedsrichter betrunken gewesen sei. Die Forderung nach einer Blutprobe wurde ebenfalls gestellt. Nach der Halbzeit kam der damalige Präsident von Hannover 96 und sagte zu mir, du Franz, unsere Spieler sagen alle, der hat solche Fahne, der muss getrunken haben. Und das erzählte dann, zufällig war auch Walter Baresel, war damals Spielausschussvorsitzender da, der kriegte das mit und beauftragte mich, nach dem Spiel in die Kabine zu gehen, um das zu erkunden. Nicht? Und ich kam auch in die Schiedsrichterkabine, die war damals im Weserstein maximal 10 Quadratmeter groß, und es schlug mir schon eine Dunstglocke entgegen. Nicht? Und ich musste dann einen Bericht zum DFB machen und habe dann erklärt, ja, der Herr Schiedsrichter war sehr erkältet und unser Vereinsarzt hätte ihm dann einen Hustensaft gegeben und da war ein bisschen Alkohol drin und deswegen die Fahne. Aber es wurde dann bekannt, die Bild-Zeitung hatte das voll rausbekommen, dass er am Abend vorher einen sehr lustigen Abend verbracht hatte und das stand dann auch nächsten Tag auf der Titelseite der Bild-Zeitung, Schiedsrichter in Bremen betrunken. Seitdem bestellen wir nicht hier 3 Korn oder 3 Weißwette in Bremen, sondern sagen immer, Herr Ober, bitte 3 Ahlenfelder. Dann ging es los. Ne? Dann hat der damalige, der ist ja schon verstorben, der Horst Schmidt angerufen und hat gesagt, Mensch, Ahlenfelder, jetzt sag doch mal ehrlich, was hast du denn jetzt gemacht? Mensch, sage ich, dann ist doch so, Abend zuvor, da haben wir uns einen gelöffelt und dann haben wir uns hingelegt, dann Freiübung bei geöffnetem Fenster und all so ein Blödsinn habe ich dann nur erzählt. Ich so, beim Mittagessen gab es fettiges Gänslein, da habe ich mir auch noch ein Bier getrunken, ne? Ja, ein oder mehr? Nee, ist doch 1, 2. Kann sein, dass auch noch Malteser dabei war, sag ich, dann muss ja der Magen, hat auch noch ein bisschen rumort. Ja, und dann haben sie natürlich gesagt, den schmeißen wir nicht raus. Dann wurde ich zitiert nach Frankfurt. Dann habe ich gepfiffen, Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96. Dann war der ganze Stab des DFBs, Schiedsrichterausschuss, auf der Tribüne und nach dem Spiel haben sie gesagt, den können wir nicht rausschmeißen, das ist ja viel zu gut. Pünktlich um 17.10 Uhr der Schlusspfiff. Für Schiedsrichter Ahlenfelder und seine Kollegen an der Linie ein Spiel ohne große Probleme. Eine